Hallo, moin moin und herzlich willkommen zum Online-Erste-Hilfe-Kurs der Netzbegrünung. Ich bin Daniel und ich möchte euch heute mal zeigen, wie wir einen Kalender aus der Wolke in euer Kalendertool eurer Wahl integrieren. Dafür müssen wir natürlich erstmal in die Wolke gehen und die URL dafür lautet wolke.netzbegrünung.de. Hier loggen wir uns jetzt einfach ein mit der Kennung aus dem grünen Netz. Kennt ihr vielleicht auch aus dem Wurzelwerk. Und dann kommen wir hier in den Startbildschirm und gehen dann einfach hier oben auf Kalender. Ich habe jetzt hier schon zwei Kalender angelegt. Ihr könnt natürlich aber auch selbst noch einen anlegen oder mehrere, wie ihr wollt. Ich mache das jetzt mal. So, und jetzt haben wir einen Kalender. Wenn wir den jetzt noch integrieren wollen in ein Tool eurer Wahl, müssen wir vorher noch ein sogenanntes App-Passwort festlegen. Das macht man im Profil. Einfach hier auf Einstellungen gehen, Security, Sicherheit. Jetzt geben wir dem Tool, was wir benutzen wollen, noch einen Namen. Und wir generieren ein neues App-Passwort. Dieses App-Passwort solltet ihr euch gut speichern, am besten in dem Passwortmanager und drückt hier auf Erledigt. Jetzt gehen wir in unser Kalendertool. Bei mir ist das jetzt hier Kalender, weil ich auf dem Mac bin. Das kann aber auch einfach jedes andere Tool sein und fügen hier einen CalDAV-Account zu. Also ich wähle hier CalDAV aus. Muss jetzt hier noch auf manuell umstellen und gebe jetzt hier meine ID aus dem grünen Netz ein, dann das App-Passwort, was wir gerade generiert haben, und die Serveradresse, die packe ich einfach in die Shownotes. Die ist wolke.netzbegrünung.de/remote.php/DAV. Jetzt können wir uns hier einloggen und sehen, dass wir den Account jetzt hier drin haben, der jetzt hier alle 15 Minuten geupdatet wird. So, jetzt haben wir hier diese drei Kalender und den Kalender, den ich hier gerade angelegt habe. Da füge ich jetzt ein neues Event hinzu. Und zack, wenn wir jetzt wieder in die Wolke gehen, im Kalender, sehen wir hier den Termin. Ich hoffe, das war hilfreich. Wenn ihr Fragen habt oder Wünsche für andere Screencasts, bitte einfach in die Kommentare. Alles klar, dann tschüss und vielen Dank.